Hallo und herzlich willkommen zu Koch mal schnell. Heute möchte ich euch gerne meine super frische und gleichzeitig scharfe Paprikacreme vorstellen, die prima zum Grillen passt, auf Baguette, auf Brot und herrlich frisch schmeckt. So, die Zutaten sind wirklich übersichtlich. Ich habe hier meinen Schafmilchkäse jetzt genommen. Da muss man wirklich aufpassen, die Bauernkäse oder Hirtenkäse, die man sonst so kriegt, sind immer aus Kuhmilch. Also nur wo Schafmilch draufsteht oder auch Ziegenmilch, ist auch Ziegenkäse drin oder Schafmilchkäse. Dann habe ich den 0,2% Fett Frischkäse genommen, den ich gerne nehme. Nein, ich kriege kein Geld dafür. Ich arbeite auch nicht für die Firma, ich mag das Produkt einfach. Weiterhin kommt bei mir eine ganze Paprika hinzu. Ich mag Paprika, ich möchte es frisch haben, wirklich nach Paprika schmecken, deswegen eine ganze Paprika. Außerdem habe ich noch eine Peperoni, die ich dazugeben möchte. Die ist nicht so scharf wie eine Chili, das geht also ganz gut. Als Verstärkung vom Geschmack her etwas säuerlich dann gebe ich häufig noch so ein bisschen Tomatenmark hinzu. Das rundet den Geschmack ganz gut ab. Ja, und an Gewürzen haben wir hier noch Piri Piri, ne, geschrotete Chilis, die ich gerne benutze. Und außerdem Kräuter der Provence, Paprika edelsüß. Ja, und wem es dann immer noch nicht scharf genug ist, der kann natürlich jetzt noch ein bisschen Pfeffer dazugeben. Aber das war's so an Zutaten, die wir benötigen. Ja, dann legen wir mal los. So, ich habe jetzt meine Paprika vorbereitet und die Peperoni ein wenig klein geschnitten. Jetzt öffne ich den Topf. Dann setze ich das Ultra Blade ein und füge die Paprika mit der Peperoni dazu. Und da ich das schon relativ klein haben möchte, werde ich jetzt in mehreren Stufen wieder schauen, wie fein ich das bekomme, was da ausreicht. Ich stelle bei der Stufe erstmal wieder Stufe 10 ein und bei der Zeit mache ich diesmal schon mal vorsorglich 10 Sekunden. Und wenn das nicht reicht, dann müssen wir noch mal etwas runterschieben und eventuell weitermachen. Auf geht's! Jo. 10 Sekunden um. Mal schauen. Ja. Das ist zwar schon ordentlich klein, aber das soll ja eine Creme werden, die man dann auch auf Brot streichen kann. Und ich denke, da können ruhig noch mal 10 Sekunden auf Stufe 10 nichts schaden. Also noch mal einen Deckel auf. Stufe 10 und das Ganze nochmal 10 Sekunden. So, zweite Mal 10 Sekunden. Ja, das sieht gut aus. Ich würde es nicht kleiner machen. Auch das ist natürlich eine Geschmacksfrage. Wer es noch kleiner möchte, der macht eben nochmal 10 Sekunden. Aber mir reicht das so. Ich tausche jetzt das Ultra Blade aus und setze diesmal nicht den Rühreinsatz ein, weil ich denke, dass das möglicherweise nicht ausreicht bei dieser Masse. Die ist ja etwas grober, etwas fester. Deswegen nehme ich jetzt mal den Schmetterling, so würde ich das Ding jedenfalls bezeichnen, der eigentlich auch für grobere Sachen gedacht ist, und setze den ein. Und jetzt tue ich meinen Käse dazu und meinen Frischkäse. Ich füge alle Zutaten in den Mixtopf. Und würze das Ganze auch. Ich gebe zusätzlich nochmal einen guten Esslöffel Tomatenmark dazu. Einen guten gehäuften Esslöffel, ja. Und jetzt gebe ich zunächst mal vorsichtig die übrigen Gewürze hinzu, Piri Piri. Wie gesagt, das ist schon sehr scharf. Da würde ich erstmal nur so einen gestrichenen Teelöffel nehmen wollen. Das reicht vermutlich erstmal. Und Kräuter der Provence.
Da können wir etwas großzügiger sein, nämlich einen gut gehäuften Teelöffel. Ja, und ich gebe jetzt auch noch mal etwas Paprika Edelsüß hinzu. Ich finde, dass das gut passt zur Paprika. Auch ein guter gehäufter Teelöffel. Ja, und jetzt würde ich das Ganze mischen. Ich schließe den Topf. Und jetzt schauen wir mal, ich würde bei der Stufe zunächst mal vorsichtig beginnen mit 5 und bei der Zeit, boah, da schauen wir erstmal, machen wir eine Minute, mal gucken, wie die Masse dann aussieht. Auf geht's! So, fertig. Schauen wir mal. Ja. Das sieht schon gut aus. Die Masse hat eine super Konsistenz. Ich schiebe jetzt nochmal die Sachen hier vom Rand runter. Und es war eine gute Wahl, den Schmetterling zu nehmen und nicht den Rühraufsatz, den ich etwas flach finde. Wenn man etwas mehr im Topf hat, dann muss man schon sehr hohe Geschwindigkeiten einstellen, damit hier noch durchgerührt wird. Also das mit dem Schmetterling war, glaube ich, die richtige Entscheidung. Und ich würde jetzt nur noch mal zum kompletten Vermischen eine halbe Minute noch mal auf Stufe 5 machen. Und das sollte dann auch reichen. Also schließen wir wieder den Topf und gehen wieder hoch, Stufe 5 und machen noch mal 30 Sekunden. Auf geht's! So, fertig. Ja, das sieht gut aus. Ja, ich denke, es hat geklappt. Ich habe es eben schon probiert. Super frisch, super nach Paprika. Genau die richtige Mischung. Nicht zu fein, aber fein genug, um sie aufzustreichen. Man sieht es also auch hier. Es ist wirklich eine Creme geworden, eine schöne Konsistenz. Aber es ist schon ordentlich scharf. Also mit einem Löffel Piri Piri und dann noch ein bisschen Paprika Edelsüß und den Kräutern. Pfeffer habe ich jetzt nicht mehr reingetan. Das reicht also allemal. Salz muss schon gar nicht mehr rein. Also alles in allem, ich finde es lecker. Passt genau morgen zum Grillen, zu den heißen Temperaturen. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.